15. August 2038. 20.29 Uhr. Cool, cool. Wow. Vermittler vor Ort. Wiederhole. Vermittler ist jetzt vor Ort. Bewege dich mit dem linken Stick. Und damit auch hier nochmal ein herzliches Hallo und willkommen zu Let's Play Detroit Become Human. Wir bewegen uns mit dem linken Stick. Okay, wir können uns auch bewegen. Wir können uns... Was ist hier los? Wir können uns sogar relativ frei bewegen. Interessant, interessant. Okay. Wir können hier etwas interagieren. Interagiere mit dem rechten Stick. Okay, das hört sich aber nicht gesund an da, ne? Phillips John, geboren 11.10.99, wohnhaft in Park. Okay. Phillips Caroline, geboren am 23.05.2001. Und Phillips Emma, geboren am 2.09.2028. Alle in Detroit, wohnhaft. Könnte am Namen des Spiels liegen. Ich werde die Story erstmal, beziehungsweise ich werde die Steuerung erstmal reinkriegen müssen. Und. Jetzt warte mal. Und. Ich habe auf Erfahren gestellt. Das heißt, wir können, so steht es zumindest in der Beschreibung, wir können theoretisch gesehen Charaktere verlieren. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber wir nehmen es einfach, wie es kommt. Was? Ein Fisch? Liegen lassen, retten. Hä? Natürlich retten. Klar. Zurück ins Aquarium mit dir, kleiner Freund. Beruhig dich da mal im Hintergrund, ich muss den Fisch retten, ja? So, wir können uns das Aquarium natürlich auch nochmal angucken. Mit... Bitte, retten Sie meine Kleine! Nanu? Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, wir das, müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Finde Captain Allen. Okay. Moin. Alter, er hat zwei geduldig umzusehen. Okay, finde Captain Allen. Das zeigt deine Ziele und Interaktionen an. Okay. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, was wir tun können. Und ich glaube, wir sollten geradeaus gehen. Ist mir scheißegal. Meine Männer sind auf der Stelle einsatzbereit. Hier passiert auf jeden Fall irgendwas. Okay, das, ich glaube, das ist Captain Allen. Fuck. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Aber das abweichende Verhalten ist einfach ein emotionaler Schock, der Aktivierungscode. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Name, das Name. Name ist, glaube ich, gut, oder? Name ist immer gut. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Okay. Verstehe, was passiert ist. Rette die Geisel um jeden Preis. Orte die Geisel. Okay, bekommen wir irgendwo eine Info, wo die Geisel sein könnte? Bestimmt, ne? Oh, was ist das? Analysieren. Was ist das? Oh, das ist eindeutig eine Knarre. Benutze den rechten Stick, um den Cursor zu bewegen. Warte, da ist was. Eine Blackhawk. 17 Kugeln. Okay, hier war wahrscheinlich das Magazin drin, ne?
Gibt es aber noch irgendeinen Hinweis, den wir noch nicht gefunden haben? Der war es nicht, ne? Das war die Black Hawk. Yes. Ah, was ist das? Das ist die Munition. Rekonstruieren. Let's go. Benutze L, um zu prüfen. Benutze den rechten Stick, um die Kamera zu bewegen. Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Ach du liebe Zeit. Crazy. Okay. Nicht gut. Okay, da vorne haben wir noch ein paar Informationen, da laufen wir auch nochmal gerade hin. Ich glaube, das müsste das Zimmer der Geisel sein, richtig? Sieht zumindest so aus. Wische zum Hintergehen über das Touchpad. Ach du liebe Zeit, das ist ja richtig interaktiv hier. Blup. Hey, wie cool. Hi Daniel! Okay, der Name ist Daniel. Alles klar. Aber warum wird der Abweichler genannt? Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oft vorteilhaft. Geil. Aber warum heißt der Daniel? Warum heißt der Abweichler? Bin ich gespannt, was da genau rauskommt. Okay, krass, das Kind hat nichts gehört. Holy. Okay, haben wir noch irgendeine wichtige Information? Irgendwas, was ich übersehen habe? Das kann natürlich passieren. Es wird passieren, dass ich Dinge übersehe, ne? Da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein. Vorne sind auch noch mehr Informationen, ne? Lass uns da mal kurz hingehen. Okay, was haben wir hier? Ein Officer. DPD-Officer war erst vor Ort, okay. Hinweise analysieren, okay, was haben wir hier? Gesichtsverletzung? Aber da wartet, das ist der Name. Deckard Anthony. Todeszeitpunkt 20.03 Uhr, okay, das ist noch nicht so lange her. Wir haben 20.29 Uhr gerade gehabt, ne? Okay. Na. Ah, das war das, okay. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ah, hier ist Blut an seinen Fingern. Schussrückstände, okay. Nur ein Schuss. Crazy. Sonst nichts mehr. Was haben wir hier? Ein Einschuss. Schusswunde. Kaliber 3,55. Na. Okay, rekonstruieren. Let's go. Lass uns verstehen, was dort passiert ist. Da ist die Tatwaffe. Geisel sah die Schießerei. Okay, das Kind hat das mitbekommen. Crazy. Nicht gut. Spule zurück, um nach einem neuen Hinweis zu suchen. Polizist verletzt den Abweichler. Oh, okay, die Waffe liegt unterm Esstisch. Alles klar. Hä, das ist hier niemandem aufgefallen? Jetzt ist hier niemandem aufgefallen, dass die scheiß Waffe unterm Esstisch liegt? Alles klar. Cool. Verschwindet! Verschwindet alle sofort oder ich sprenge! Beruhig dich mal. Tatwaffe. Okay, ich glaube, es hat keiner mitbekommen, oder? Oh shit! Gib mir Deckung, ich bin... Ich bin aber
glaube, wir müssen uns beeilen. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Holy shit. Hi, Daniel. Wo? Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ja, wir müssen das Vertrauen gewinnen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Nein. Ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Oh, schwierig, schwierig. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Verstanden? Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Oh. Da! Du kriegst dein Bild! Du willst doch gar nicht springen, Daniel! Sonst hättest du es schon getan! Los, gib mir die Waffe! Und das alles hier ist vorbei! Komm mir nicht so nah! Wenn du näher kommst, dann werde ich springen! Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht! Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Alter, ich habe schwitzige Hände. Mission erfolgreich. Naja, ich weiß ja nicht. Aber das Kind lebt. Das ist die Hauptsache. Boah. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Alter Schwede. Das ging steil. Okay, wir haben eine Trophäe erhalten. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisherigen
Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die du noch zu erkundenen Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Cool. Okay. Also ich weiß nicht, man hätte den Typen wahrscheinlich irgendwie überreden können, nicht zu springen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das Coole an der ganzen Geschichte ist, jeder hat da wahrscheinlich so seine eigene Entscheidung und seinen eigenen Weg. Und das finde ich aber eigentlich, das muss ich sagen, ist echt geil gemacht. Und das macht irgendwie auch jedes Let's Play zu Detroit Become Human irgendwie so ein bisschen unique. Ich bin sehr gespannt, welchen Weg wir hier einschlagen werden. Kommt natürlich von den Heavy Rain-Machern, von Quantic Dream, von Heavy Rain, Beyond Two Souls, Fahrenheit haben die unter anderem damals auch gemacht. Also ein richtig, richtig geiles Studio. Ist so ein bisschen interaktiver Film, aber richtig gut gemacht. Ich hab Bock drauf. So, hier haben wir die Ereignisgeschichte. Wie gesagt, das ist diese Szene gewesen, die wir gerade hatten. Ich drücke einfach mal fortfahren. Mal gucken, was passiert. 5. November 2038, CyberLife Incorporation. Oh, wir kriegen ein Reset. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genauso einen brauchen wir. Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Toll. Toll, das klingt ja fantastisch. Eine gute Wahl. Oh, schön. Wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Was teurer und mehr Funktionen? Ich mag den Kerl nicht. How can I help? Oh nein. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Oh, krass. Die Legende David Cage. Legende. Nice, Tobi. 5. November 2038. 9:38 Uhr Ortszeit.
glaube, das reicht für einen Tag. Hier. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Oh, danke, Liebes. Okay, gehe zum Malerbedarf. Wir checken gerade mal ganz kurz. Holebestellung 847 bei Malereibedarf Bellinia. Okay, 112 Meter sind es ungefähr. Das sollten wir, glaube ich, hinkriegen. Natürlich mal ein bisschen umgucken, ob wir hier irgendwas haben, mit dem wir quatschen können. Ne? Das geht ja um diese Zeitlinie sozusagen. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen die Augen aufhalten. Und das ist ein typischer amerikanischer Park, ne? Auch bei dem Intro gerade direkt einfach amerikanische Großstadt-Vibes gehabt. Hab ich ein bisschen wie in einem GTA gefühlt. Bloß, dass GTA noch nie in einem Detroit gespielt hat. Aber, hey. Okay, wir warten natürlich auf grünes Licht, ne? Bei Rot bleibst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Ist doch klar. Na, jetzt könnte die Ampel aber langsam aber grün werden, ne? Eigentlich müssten wir gestresst mit dem Aktenkoffer hier rumlaufen. Amerikanisches Großstadtfeeling. Also jetzt reicht es aber auch so langsam, ne? Ah, jetzt kann man... Ach, guck mal, wie cool. Es ist sogar einfach der Zebrastreifen grün beleuchtet. Okay, GPS. Da vorne müssen wir hin. Okay. Vorsicht, ich komme hier mal durch. Guten Tag. Sag mal. Bist du bescheuert oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Einfach den Müll dahin geschmissen. Frech. Okay, da vorne haben wir James and Carter. Das ist ein Kino, glaube ich, ne? Ein Leben ohne Seele. Eine schlechte Kopie unseres Schöpfers. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Ja, und? Ist doch nice. Wer kann von sich behaupten, dass er Detroit zerstört hat? Detroit destroyed, verstehst du? Oh ja, geil. Okay, Malereibedarf, da vorne ist er. Optisch sieht das natürlich ist das eine 1 plus mit Sternchen, ne? Ganz wichtig, wir spielen übrigens die PlayStation 5 Version von Detroit Become Human. Ja, und die sieht mega aus, ne? Mega, mega krass. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir zum Malereibedarf Bellini und holen die Bestellung. Welche war das? Bestellung 847. Die holen wir nächste Folge ab. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch wieder sehr freuen, wenn ihr morgen einschaltet, 20 Uhr, wenn es weitergeht mit Let's Play Detroit Become Human. Endlich. Macht's gut, bis dahin und haut rein.